Hallo zusammen hier bei Movie Maniac. Heute geht es um einen Film aus dem Jahre 2006 aus Großbritannien. Und das ist ein Film, der damals beim Fantasy Filmfest gelaufen ist und auch in Deutschland einen kleinen Kinostart hatte. Leider Gottes war der Film im Kino nicht sonderlich erfolgreich. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für das Land, wo er entstanden ist. Das ist vielmehr ein Film, der sich so peu à peu mit der Zeit zu etwas Besonderem entwickelt hat. Das heißt, über Mundpropaganda, auch über Fernsehausstrahlungen und über diverse, ja, private Filmabende hat sich dieser Film verbreitet und ist mittlerweile, kann man ihn als kleine, aber feine Genreperle durchaus bezeichnen. Und dieser Film heißt Severance. Ein blutiger Betriebsausflug ist damals schon von Splendid erschien hier als DVD im schönen Schuber. Und ich habe mir den Film als Mediabook besorgt von CineStrange Extreme in der Limited CineStrange Extreme Edition hier in diesem wunderschönen, in dieser wunderschönen Cover-Variante. Es ist so, dass der Drehbuchautor ursprünglich geplant hatte, einen reinen Slasher-Film, also ein richtig ernstes Brett zu schreiben. Aber da gibt es im Backward-Slasher-Bereich schon so viel wie Wrong Turn, Texas Chainsaw Massacre, The Hills Have Eyes und so weiter und so fort. Das ist, weiß ich nicht. Machen wir lieber was Neues. Dann fielen ihm so ein paar lustige Ideen ein, die eher der Comedy zuzuordnen sind, respektive des Fun-Splatter-Genres. Wie zum Beispiel, wenn einem ein Kopf abgeschlagen wird, man sieht den Kopf nochmal in Großaufnahme, dann beginnt der Mund fröhlich zu grinsen und die Augen ja, zwinkern nochmal in die Kamera. Das fand er irgendwie charmanter und frischer. Ich meine, wer Filme wie Tucker and Dale vs. Evil oder Botched oder weiß ich nicht, Doghouse, Shaun of the Dead und so weiter. Wer solche Art von Filmen mag, der wird sicherlich auch mit Severance, ein blutiger Betriebsausflug, seine helle Freude haben. Ja, dieser Film läuft auf Blu-ray, ich muss nochmal nachschauen, 96 Minuten auf DVD, entsprechend etwas weniger, und zwar 92, und ist ab 18 Jahren in ungeschnittener Fassung bei uns freigegeben. Gedreht wurde der Film von Christopher Smith. Der hat damals, Anfang der 2000er, mit Franka Potente den U-Bahn-Horrorfilm Creep gemacht. Darüber hinaus den, wie ich finde, total zu Unrecht unbekannten Horrorfilm auf einem Kreuzfahrtschiff. Triangle hieß der. Also wer den noch nicht gesehen hat, kleiner Geheimtipp hier, mal anschauen. Der lohnt sich wirklich. Und er hat auch den Historienfilm Black Death mit Sean Bean gemacht. Ja, also ist auch Brite, der Mann. Und genau, und der hat, wie gesagt, 2006 Severance gedreht. Ja, und es geht bei Severance um eine siebenköpfige Firma aus der Waffenindustrie. Palisade Defense heißt die Firma. Und diese Mitglieder planen einen Betriebsurlaub in den Wäldern Rumänien, nee, in den Wäldern Ungarns und wollen dort in einer Hütte im Wald, in einem abgelegenen Haus in den Wäldern einige Zeit verbringen, um, man kennt das ja sicherlich vielleicht auch aus der Arbeit, um dort das Team zusammenzuschweißen, teambildende Maßnahmen durchzuführen, wie zum Beispiel Spiele spielen und so weiter, einfach um die Mannschaft zusammenzubringen. Nun ja, und gesagt, getan, man fährt also mit dem Bus nach Ungarn und stellt dann fest, ach du Scheiße, das ist ja irgendwie gar nicht so cool hier, das ist ja eine richtig abgerissene Hütte im wahrsten Sinne des Wortes, also das sieht alles hier nicht so geil aus. Und in der Tat, die Decke ist total niedrig, was ich aber wiederum cool finde. Das haben sie absichtlich so gebaut, damit eine bestimmte Atmosphäre erzeugt wird. Naja, wie gesagt, also die fühlen sich da jetzt gar nicht so unbedingt häuslich wohl. Aber natürlich ist es draußen wunderschön und es wird auch Paintball gespielt und es werden ganz viele lustige Sachen unternommen. Es wird auch ein bisschen geflirtet zwischen den
zwischen den Damen und Herren dieser Mannschaft. Und natürlich wird auch was getrunken und vielleicht sind auch ein bisschen Drogen im Spiel und so weiter. Also, es wird durchaus trotzdem das Beste aus der Situation gemacht und eigentlich alle haben ihren Spaß, bis irgendwann man eine sehr ordentlich zugerichtete Leiche im Wald findet und von diesem Moment an wird aus diesem spaßigen Urlaubstrip blutiger Ernst. Und das ist auch der Moment, wo wir merken, dass wir es aus einer sehr gut dosierten Mischung aus zum einen Comedy-Elementen zu tun haben. Ich meine, nochmal, der Film kommt aus Großbritannien. Auf der anderen Seite sehen wir aber wirklich bierernsten Backward-Slasher. Und das macht der Film, wie ich finde, sehr, sehr ordentlich. Also in sehr ausgewogener, guter Mischung. Hinzu kommt eine wunderbare Beleuchtung, die ich auf jeden Fall hervorheben möchte. Der Film hat nicht wirklich viel Budget gehabt. Und wo ich gerade das Thema Beleuchtung sage, jetzt muss man sich vorstellen, die waren halt sehr lange, auch vor allen Dingen bei Dunkelheit im Wald und haben dort gedreht. Jetzt müsst ihr euch folgendes Szenario vorstellen. Es gibt dort eine Kampfszene und irgendwann merkt man im Hintergrund, nanu, das war aber ein paar Szenen vorher noch deutlich dunkler. Und da sieht man also, da ging die Sonne schon langsam wieder auf. Die haben also so viele Stunden gedreht und mussten, um das Budget einzuhalten, auch wenn ich jetzt das Budget nicht beziffern kann, es war aber wie gesagt nicht so viel, mussten sie halt die Szene einfach zu Ende drehen. Ne? Also mit diesen Abstrichen muss man leben, kann man aber, wie ich finde, auch ganz gut bei einem Independent-Film. Und von daher funktioniert das schon ganz gut. Die Musik hat mir sehr gut gefallen. Die möchte ich auf jeden Fall auch positiv hervorheben. Und die Tatsache, dass die Effekte wirklich nicht nur zahlreich sind, sondern auch handgemacht. Also wir reden hier, ich weiß nicht, ob fast ausschließlich, aber es wirkt so, über Practical Effects. Das Make-up und die Spezialeffekte sind wirklich allererste Güte und machen einfach wirklich Spaß. Es gibt hier und da ein paar Jump-Scares, die sind aber eher dezent eingesetzt und wenn sie eingesetzt werden, machen sie auch Sinn. Von daher alles gut. Es handelt sich hierbei eigentlich um einen Film ohne Stars. Das ist sicherlich auch am Budget begründet, gar keine Frage. Wenn ich nicht so viel Kohle habe, dann kann ich mir nicht einen, keine Ahnung, wen leisten. Aber das kommt diesem Film auch zugute. Denn dadurch steht kein Schauspieler über dem anderen, alle sind gleichgestellt und das spürt man auch einfach. Also, wir sehen hier als, als Chef der ganzen Mannschaft Richard, gespielt von Tim McInerney. Den kannte man damals wahrscheinlich noch nicht. Heutzutage kann ich sagen, dass er in der sechsten und siebten Staffel von Game of Thrones mitspielt, ohne jetzt seinen Character Name benennen zu können. Aber das kann man ja googeln und dann werdet ihr ihn sicherlich dort erkennen. Andy Niemann spielt mit. Das ist vielleicht noch der bekannteste Name, weil Andy Niemann ist auch Filmemacher und er hat 2017 mit Martin Freeman in der Hauptrolle den Film Ghost Stories gedreht. Also ein auch sehr empfehlenswerter Anthologiefilm eigentlich. Dann sehen wir noch Danny Dyer aus Doghouse und The Football Factory und wir haben Laura Harris und Claudie Blakely. Die finde ich wirklich am stärksten in diesem Film. Also was die schauspielerisch rausholen. Die eine wird zum Beispiel mit Benzin übergossen und zittert am ganzen Körper. Und man spürt wirklich, was sie für Todesängste versprüht in dieser Szene. Das machen beide wirklich ganz fantastisch. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Schauspielerisch kann man diesem Film wirklich gar nichts vorwerfen. Ja, und wie gesagt, was auch die Geschichte schon sagen will, also was ich am Anfang erwähnte mit diesen teambildenden Maßnahmen, das finde ich, ist auch in diesem Ensemble zu spüren. Im Audiokommentar des Films spricht der Regisseur davon, dass nach höchstens 2 Tagen Drehzeit die Darsteller schon so, ja, zusammengefunden haben und als eine Einheit fungiert haben, dass das eigentlich sehr angenehm war, mit ihnen zu drehen und dass es da keine Probleme gab am Set. Und das merkt man einfach. Ja, also das ist wirklich eine eingeschworene Truppe, die dort
vor der Kamera steht. Ja, handwerklich habe ich schon gesagt, ist dem Film eigentlich nicht wirklich was vorzuwerfen. Und wie es bei einem Fansblätter dieser Güte sich gehört, dürfen natürlich auch Filmzitate nicht fehlen. Jetzt ist es immer ein schmaler Grat zwischen alles nur geklaut, wie die Prinzen mal gesagt haben, und wirklicher Verbeugung. Hier gibt es zum Beispiel eine Halluzinationsszene und die ist ganz klar an Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum angelehnt. Das kommentiert auch der Regisseur im Audio-Commentary, das heißt, das bestätigt er auch. Und genauso bestätigt er auch die Hommage an einer Szene, wo man in Millibruchteilen von Sekunden ausgeweidete Leichenteile auf der Straße sehen kann. Also ihr müsst da schon genau mit der Pause-Taste agieren, um diese Szene wirklich richtig wahrzunehmen. Und das orientiert sich eindeutig an die Szene in From Dusk Till Dawn, wo Seth Gecko Richie anspricht und sagt, Richie, was stimmt nicht mit dir? Also ins Schlafzimmer guckt und die ja getötete, was war das denn? Die getötete Geisel auf dem Bett. Blut über das Bett ist Blut überströmt, die Leiche ist komplett auseinandergenommen. Ihr werdet euch an die Szene sicherlich erinnern, wo man ja auch nur ganz, ganz kurz diese Szene sieht. Also das passiert hier entsprechend auch. Und es gibt irgendwann, ich sage aber noch nicht wann, eine Szene mit zwei leicht bekleideten Damen. Und die Szene ist so fotografiert, dass sie sich sehr stark anlehnt an Russ Meyers Die Satansweiber von Titfield oder auch besser bekannt unter Faster Pussycat Kill Kill. Was kommt ein Flammenwerfer vor? Und auch der Flammenwerfer ist ein echter Flammenwerfer. Das bedeutet also, man hat hier echtes Feuer verwendet und so weiter. Also wirklich dieses Oldschool handgemachte Feeling der 80er Jahre, das kommt hier wirklich wunderbar zur Geltung und das ist auch wichtig, dass das so ist und ich stehe darauf. Einfach, dass alles handgemacht ist. Und das ist hier definitiv der Fall. So, ja. Also, Severance ist wirklich ein toller Film. Und jetzt gucken wir uns mal dieses schnieke Mediabook ein bisschen genauer an. So, dann also zum Mediabook jetzt mal im Close-up. Und wir fangen vielleicht einfach mal mit dem Spine an. Also, hier sieht man das. Das ist jetzt die Nummer 13. Das ist übrigens das erste MB von Sinistrange Extreme, was ich in dieser roten Farbgebung habe. Gefällt mir auch ganz gut. Also komplett im Spine in Rot gehalten hier. Ja. Das ist echt toll. So, ja, Frontcover, Titelschriftzug. Finde ich auch mal wichtig, dass der deutsche Untertitel drunter ist. Wie immer, hier hatte ich ja schon in den anderen Videos erwähnt, mit dieser Mischung aus dieser Hochglanzfolierung hier. Das finde ich immer sehr geil. Naja, und das Artwork selbst, darüber muss ich ja nicht großartig reden. Das ist natürlich auch sensationell oldschool und sleazy und genau richtig nach meinem Geschmack. So, also. Von Antje Wessels geschrieben. Kennt man von Moviepilot zum Beispiel. Und ja, blättern wir mal hier durch. Also, hier steht zum Beispiel: There are no bears in Hungary. Ist insofern falsch, weil tatsächlich gibt es hier einen echten Bären, der hier also vorkommt. Ja, es wird also ein bisschen über die Geschichte des Backwood-Horrors philosophiert. Und liebe Antje, ich muss denn in der Form widersprechen, dass das Remake von Markus Nispel von The Texas Chainsaw Massacre sehr wohl ein sehr, sehr gelungener Film ist. Zum Thema Bonusmaterial haben wir hier Making of, Deleted Scenes, Outtakes, Behind the Scenes Material. Es gibt Castingaufnahmen von den zwei Darstellern, die hier die beiden Ladies spielen am Schluss, was ich gerade erwähnt habe. Als Hommage an die Satansweiber von Titfield. Hier sehen wir im Übrigen Andy Niemann. Ja, das ist er also aus Ghost Stories und da ist auch diese bescheuerte Szene,
wo er auf einem Bein auf einem, ja, auf einem 1 Meter Sprungbrett, was mitten im Wald steht, rumspringt, warum auch immer. Ja, die Szene fand ich in der Tat etwas überflüssig und sollte wahrscheinlich witzig wirken. Ich finde, die hätte man durchaus weglassen können. Naja, und dann gibt es noch diverse Featurettes, unter anderem zu den Special Effects, zu dem Storyboard und auch zu den Stunts. Und zu der Stunt-Szene muss ich noch ganz kurz sagen, das ist insofern interessant, als dass dort ein Bus umkippen soll und der Regisseur sagte, pass auf, du fährst bitte 60 Stundenkilometer. Also der Bus wird von einem Stuntman gefahren und der Stuntman sagt, nein, das ist viel zu unauthentisch, ich fahre 20 km/h schneller. Am Ende des Tages wurden es sogar 30 km/h mehr und der Bus landet dann wunderschön, also auf dem Dach und die Szene war im Kasten. Also das wirkt sehr, sehr authentisch und ist auch wieder ein Beweis dafür, dass hier handwerklich wirklich klassisch gearbeitet wurde. So, und das ist wie gesagt das Backcover. Limitierungsnummer 309 von 333 Stück. Wir sehen hier auch, das ist also auch ein, hatte ich ja anfangs schon erwähnt, eine, oder die Scheibe, die Blu-ray und die DVD von Splendid. So, ja. Also, mein Mediabook, laufende Nummer 13 von der Sinestrange Extreme-Reihe. So, da sind wir wieder und jetzt möchte ich gerne noch ergänzen, dass der Film im letzten Drittel sogar Torture-Porn-Elemente aufweist. Wie gesagt, ist der Film 2006 entstanden und das war genau die Zeit zwischen Hostel 1 und Hostel 2. Und zu dieser Zeit sind auch Jahr für Jahr immer neue Saw-Teile ins Kino gekommen und das Publikum rannte förmlich in diese Filme hinein und das Torture-Porn-Genre oder Subgenre war auf seinem Höhepunkt. Auch die französische Terrorwelle aus den 2000ern, die zu dieser Zeit zu uns schwebte, darf man dabei sicherlich nicht außer Acht lassen. Ja, und demnach sah man sich wahrscheinlich dem Zeitgeist geschuldet, daran orientiert, dass man auch hier eine, zumindest eine Szene, die nicht nur in Form der Bildsprache, als auch in Form dessen, was hier grafisch dargestellt wird, mit in diesen Film zu integrieren. Ja, das, also da huldigt, wenn man so möchte, Severance auch dem Torture-Porn-Genre. Ja, so und jetzt möchte ich natürlich diesem Film auch wieder eine Punktevergabe geben. Und mir hat der Film wirklich von Mal zu Mal besser gefallen. Und darum würde ich ihm jetzt auch 7 von 10 Punkten geben. Also wie gesagt, wer auf Fanzblätter steht, wer diese Art von Film mag, der wird hier auf jeden Fall seine helle Freude damit haben. Und unbedingt in größerer Gruppe zusammen gucken, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. So, also. Schönes Mediabook, schöner Film. Hoffen wir auf weitere tolle Fanzblätter-Filme. Vielleicht auch aus Großbritannien. Severance. Viel Spaß und bis bald.